Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Lego Mindstorms EV3 programmierte Tutorial-Reihe. Und die heutige Sache wurde sich von Lukas Großerhode gefragt, oder wurde mir von ihm gestellt. Und seitdem mich gefragt, ob ich mal eine Lego Mindstorms EV3 programmiert Tutorial-Reihe mache, oder ob ich da ein Tutorial machen kann, wie man den Tonsensor verwendet. Und der Tonsensor, da kommt erstmal eine kleine Einleitung zu, ist ein Sensor, den es für den Lego Mindstorms EV3 an sich gar nicht gibt. Sondern es ist ein reiner Lego Mindstorms NXT-Sensor, der aber auch mit dem EV3 funktioniert, weshalb ich ihn auch in dieser Tutorial-Reihe verwende. Also mit dem Tonsensor kann man nicht, wie man denken könnte, Töne aufnehmen, sondern nur Tonlautstärken, also die Dezibelanzahl. Wie laut jemand redet oder wie leise jemand redet. Wenn ich zum Beispiel jetzt laut rede oder jetzt leise, dann hätte der Tonsensor den Unterschied merken können. Und um ihn zu verwenden, machen wir erstmal ein neues Projekt. Und dann habe ich den schon an meinen EV3 angeschlossen. Und man kann hier schon sehen, dass der die Lautstärke misst. Dann drehe ich den EV3 mal um. Das hört man auch schon. Yay! Und man kann auch schon sehen, wenn ich was sage, dann schlägt er teilweise bis zu 50 aus. Aber wenn ich nichts sage, ist er einfach nur bei 2, irgendwas. Diese 2, irgendwas sind im Bereich der Ungenauigkeit, beziehungsweise sind halt so ein Grundrauschen. Und dann hat der Tonsensor zwei Modi, einmal den dB-Modus und den dBA-Modus. Der dBA-Modus, beziehungsweise der Dezibel-Filterkurve-A-Modus, ist der Modus, in dem der Tonsensor einfach so tut, als ob er das menschliche Gehör wäre und damit auch nur die Frequenzen, die man als Mensch hören kann, erkennt. Und damit ist auch, wenn ich irgendwas sage, nein, müsste das eigentlich alles ein bisschen weniger Ausschlag haben. Ich würde übrigens normalerweise mal dBA nehmen, aber für bestimmte Sachen kann man auch nur kann man aber auch die Dezibelanzahl nehmen. Und dieser Sensor war übrigens auch nur im Lego Mindstorms 1.0 Paket drinne, auch nicht im 2.0 Paket, also Lego Mindstorms NXT 1.0 Paket. Weshalb man ihn sich entweder mit dem Paket oder im Lego Store oder Lego Shop einzeln kaufen kann oder sollte oder muss oder was auch immer. Und außerdem muss man den Block dafür nochmal extra importieren. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ein Tutorial, wie man Blöcke für den Lego Mindstorms EV3 in diese IDE integriert, habe ich auch schon mal gemacht. Einen Link dazu findest du in der Beschreibung, genauso wie zur Playlist meines Programmiertutorials. Aber den Geräuschsensor-Block, den werde ich auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Und den muss man eben importieren. Und in diesem Video werde ich ein Programm machen, in dem ich den Geräuschsensor oder in dem ich einen Motor steuere, aber nach der Geschwindigkeit, wie der Geräuschsensor momentan, was der für einen Ausschlag hat. Also je lauter man redet, desto schneller bewegt sich der Motor. Und dazu brauche ich erstmal eine Schleife. Und dann braucht jetzt den Geräuschsensorblock, womit er erstmal die Lautstärke messen kann. Dann muss man hier gegebenenfalls auch nochmal den Port beachten. Übrigens kann man den Geräuschsensor an alle der vier Lego Mindstorms EV3 Sensorports anschließen. Und es gibt halt auch keine Einschränkungen bei der Verwendung von dem Sensor, nur weil es ein NXT-Sensor ist. Und dann soll sich ein Motor bewegen. Ich habe jetzt an Port A einen großen Motor angeschlossen, weshalb ich den anstelle, nochmal den Port kontrolliere. Und hier kann ich die Stärke oder die Geschwindigkeit eingeben, die ich mit einer Datenleitung verbinde. Was Datenleitungen sind und wie man sie verwenden kann, da habe ich auch schon mal ein Tutorial oder ja, ein Tutorial zu gemacht. Einen Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Und über die werden eigentlich nur Werte übermittelt. Also der gemessene Wert wird von diesem Block sozusagen kopiert und in diesem Block wieder eingefügt. Und dann wird das Ganze auch nochmal oder dann soll das Ganze auch auf dem Bildschirm angezeigt werden, damit man auch versteht, warum der Motor sich so bewegt, wie er sich bewegt. Und dazu zeige ich das Ganze als Text an und übertrage den Text per Datenleitung. Und dann schiebe ich das hier einfach in die Datenleitung rein. Und damit ist das auch schon fertig. Und dann können wir das Programm hier nochmal testen.
Man kann schon sehen, hier am EV3 ist der Geräuschsensor angeschlossen oder der Tonsensor. Und hier der Motor. Und wenn ich das Programm ausführe und etwas sage, bewegt sich der Motor schneller, als wenn ich nichts sage. Man kann natürlich auch einfach auf den Sensor draufhauen. Oder am allereffektivsten ist es, da rein zu pusten. Ich hoffe, dass man mich überhaupt noch versteht. Und auf dem Bildschirm wird dann auch der entsprechende Wert angezeigt. Wie man gesehen hat, hat das Programm ohne Probleme funktioniert. Das heißt, jetzt weißt du auch, wie man den Geräuschsensor verwenden kann. Normalerweise würde man den wahrscheinlich verwenden, um eine bestimmte Aktion ab einem bestimmten Geräusch auszuführen. Dazu kann man einfach einen Wartenblock verwenden oder einen Wartenaufblock verwenden. Das kann ich auch noch mal ganz kurz demonstrieren. Den kann man hier dann einstellen auf NXT Geräuschsensor vergleichen und dann den Wert einstellen. Das war's mit diesem Teil des LEGO Mindstorms EV3 Programmiertutorials. Wenn du noch irgendwelche weiteren Fragen zu dieser Verwendung des Geräuschsensors hast oder wenn du noch Fragen zu irgendwelchen anderen Programmiersachen bezüglich des EV3s hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.